gegangen. Hallo, ich sitze hier vor irgendeiner Kirche in Hirschhorn am Neckar. Hirschhorn am Neckar liegt ja im südlichsten Zipfel von Hessen, da wo Hesse und Baden-Württemberg aufeinanderstoßen. Ich finde es hier eigentlich ganz schön. Und ich dachte mir, ich esse mal was. Und wollte euch was zeigen. Ich habe hier eine Metallflasche dabei. Da ist Wasser drin, das ist aber schon fast leer. Das habe ich zu Hause aufgefüllt. Und ich habe hier auch eine Dose, eine Eco-Brotbox. Da ist mein Proviant drin. Das habe ich mir von zu Hause mitgenommen. Das ist selbstgemachte Schnitzelbrötchen. Das sieht nur zufällig so aus wie die Schnitzelbrötchen von Barbarossa in Kaiserslautern. Das ist reiner Zufall. Das heißt nicht, dass ich das heute Morgen da geholt habe und nur und mir dann in die Brotdose habe machen lassen. Und ja, das wollte ich euch zeigen. Ich esse dann jetzt mal und ich denke, dann mache ich mich auf dem Weg über Heidelberg oder so zurück. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, kommt mal nach Hirschhorn am Neckar. Ist ganz schön hier und in der Nähe ist ja auch Neckarsteinach. Da habt ihr ja schon einen Vlog so gesehen in den letzten Tagen. Und der Vierburgenblick bei Neckarsteinach ist richtig schön. Wenn ihr interessante Bilder von meiner Tour heute in Neckarsteinach und Hirschhorn sehen wollt, dann folgt mir doch am besten auf Twitter, da werde ich die Bilder posten. Auch bei Instagram werden die Bilder online sein. Mein Twitter und mein Instagram-Account findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr weiterhin keine tollen Vlogs, Reisen, Raumplanung, TV-Folgen und sonstigen interessanten Content auf meinem Kanal nicht verpassen wollt, dann abonniert doch am besten den Kanal und drückt mir da unten irgendwo auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ciao!